Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive Euro Truck Simulator 2 mit den Pro-Mods. Wir stehen hier in Prag im Steinbruch und ja, ich habe mir hier gerade mal mein Notebook aufgeschlagen und wir gucken einfach mal, was wir hier so an neuen Aufträgen hätten. Und zwar können wir hier Richtung Polen, aber hier, wir haben... Na, das passt doch hier schon ganz gut. Ein Getränkeauflieger von Prag nach Ulm für 12.222. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nach Slowenien wollte ich. Na, das heißt, wir erforschen noch mal so ein bisschen weiter Süddeutschland. Das passt doch. Unsere kleine Pause haben wir hier gerade gemacht. Das heißt, wir können hier aus dem Steinbruch erstmal rausfahren. Und uns den Auflieger holen. Hoppala, ziemlich uneben hier. Wir fahren hier gerade auch ziemlich schnell durch. Und ja, dann den Weg Richtung Ulm antreten. Oh, 85 Kilometer haben wir bis zur Ladestelle. Und ja, dann hoffen wir mal. Das war, wie spät haben wir es eigentlich? 17.06 Uhr. Oha. Haben wir den halben Tag Pause gemacht hier. Sind jetzt dafür wieder ausgeruht. Und können dann gleich unsere Tour Richtung Ulm starten. In Ulm waren wir bisher noch nicht. Ne? Also wir haben ja Süddeutschland generell recht wenig bisher befahren. Beziehungsweise gar nicht befahren. Aber das hatten wir ja gesagt, dass wir das jetzt mal ein bisschen in Angriff nehmen wollen. Das heißt, neue Städte aufdecken. Ja, komm, das Automatikgetriebe hat hier gerade äußerst zu kämpfen. So, dass wir einfach mal noch ein höheres Auftragsangebot natürlich haben, dass wir mehr Aufträge bekommen. Aber genauso natürlich einfach auch die Karte ein bisschen weiter aufdecken. Ich glaube, wir haben bisher nicht wirklich viel von der Karte aufgedeckt. Was aber auch erstmal nicht weiter wild ist, ne? So, da vorne müsste gleich der Asphalt wieder losgehen. Das sieht auch ganz gut aus. Ruppelt das hier auch nicht mehr so. So. Ja, letzte Tour haben wir den Raupenbagger von Erfurt nach Prag gefahren. War eine ganz schöne Tour, fand ich eigentlich. Ne? Schön ein kleines Stück Autobahn und dann auf der Landstraße über die Grenze und Richtung Prag. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Man hat leider nicht so viel von der Umgebung gesehen, weil auf der Hälfte hatten wir ja finsterste Nacht. Dafür haben wir jetzt wieder Tageslicht hier. So, schon mal ein bisschen wieder auf die Bremse treten. Wir kommen jetzt hier wieder in einen Bereich, wo andere Leute auch lang fahren. Das hier ist ja die Zufahrt zum Steinbruch. Da waren wir relativ alleine. Okay, jetzt sehe ich hier gerade gar nichts. So, Kollege, lässt uns durch. Das ist natürlich nett von dir. Wir müssen nur kurz auf das Auto warten. Und der kommt jetzt wieder nicht... Ach, komm schon. Was ist denn, wenn ich jetzt links vorbeifahre, ne, dann weiß ich wieder genau, was passiert. Na, da war Glück gehabt. Normalerweise haben die ja die Angewohnheit, die tun so, als wenn sie dich durchlassen. Und dann fahren sie los, wenn du gerade daneben stehst. Das machen auch die Busse ganz gerne. Die halten natürlich auch nicht an, sondern die fahren einfach über Kreuzung drüber. Und dann voll seitlich in die Ladung rein. So, dass du schön bei Ablieferung noch den Schaden bezahlen darfst. Das ist dann nicht so schön. So, hier ist wieder der Bahnübergang. Können wir ja ein bisschen Tempo rausnehmen, ansonsten schüttelt es uns hier durch. Hälfte geschafft, 46 Kilometer haben wir noch. Ist eigentlich immer so ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn man hier so eine Abladestelle so weit draußen hat, dass man dann halt auch erst wieder
so eine lange Strecke zurücklegen muss und jetzt auch noch hier auf die Bahn warten muss. Aber gut. Wo kommt er? Da links kommt er. Wieder ein Ultra-Kurzzug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch nicht mehr die neueste Anhängersorte hier. So, der Zug ist weg. Wir können fahren. Los geht's. Ja, die Bahnphasen hier dauern ja zum Glück so lange, weil die Züge so kurz sind. Hatte ich auch schon mal gesagt, da gibt es eine Mod für, dass die Züge verlängert, oder die Züge verlängert, sodass die eine halbwegs realistische Länge haben. Das heißt, man steht dann auch ein bisschen länger am Bahnübergang. Da bin ich eigentlich noch nicht dazu gekommen, jetzt mal zu gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Wieder ein Lebensmüder, der hier vor der Kuppe überholt, alles klar. Hier richtig coole Details, ne? Dass hier rechts so eine Baustelle schon mal vorbereitet wird. Einfach ein bisschen Abwechslung auf der Karte. So, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht die gleiche Strecke, die wir vorher hatten. Ne, nee, stimmt, wir sind ja vorher aus Frankfurt oder aus Richtung Frankfurt gekommen. Und fahren hier jetzt weiter Richtung Prag, wo wir unseren Auflieger holen. Und da vorne müssten wir dann auch gleich da sein. So, Stadtverkehr jetzt hier. Nicht zu schnell fahren, ansonsten hagelt es das Knöllchen. Das können wir natürlich nicht gebrauchen. Voilà. Was war das denn? Habe ich da gerade einen falschen Knopf gedrückt? Wahrscheinlich, ne? So. Prag ja auch eigentlich eine wunderschöne Stadt, ne? Also ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber Prag ist wirklich ein Besuch wert. Gerade so die Altstadt, richtig cool. Ich muss sagen, dem wird die Stadt hier im Spiel nicht wirklich gerecht. So, nee, das ist eine Jobagentur, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier hin. Guten Tag. Der Containerauflieger sieht auch cool aus. Aber den wollen wir jetzt diesmal nicht. Wir wollen unseren Kühlauflieger hier. Mal gucken, können wir hier vielleicht noch einfach nur, um vielleicht mal was anderes zu sehen. Truck and Trailer Rental, der sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh ne, komm. Wir wollen natürlich auch den Kühlauflieger nehmen, logischerweise. Nicht, dass er aus dem Kühlauflieger plötzlich eine Plane wird. So, hier in der Mitte steht er schon. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Gucken, ob das genauso gut klappt wie beim letzten Mal mit dem Tieflader. Ich würde sagen, ich werde so langsam besser, was das Ankuppeln angeht. Ha! Hat er verloren. Sehr gut. Da ist das gute Stück. Wieder ein Erinnerungsfoto. Muss ja sein. Und dann würde ich sagen, geht's zurück auf die Piste. Nö. So, tschüss. Ach, Quatsch. Ich fahre doch nicht hier blind um die Ecke. Oh, Kamikaze-Bus.
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bei den Bussen habe ich immer echt Angst. Was willst du jetzt hier machen? Du kannst doch nicht vom... Oh Gott. Ich wollte schön vor der Mittelspur und dann raus aus dem Kreisel. Ne? Funktioniert doch nicht. Ah ja, das ist das mit den Kamikaze-Bussen. Das ist das. Gut, was haben wir vor uns? 426 Kilometer. Wir sind ausgeruht. Tank passt auch noch. Dann können wir jetzt hier entspannt aus Prag wieder rausrollen. Hier aufpassen, dass wir nicht geblitzt werden. Muss ja nicht sein. Und können unseren Kühlauflieger Richtung Ulm fahren. Damit decken wir dann auch wieder eine neue Stadt auf. In Ulm waren wir bisher noch nicht. Wieder ein kleines bisschen der Karte mehr aufgedeckt. Ich glaube, die 100% werden wir wahrscheinlich nie schaffen. Es sei denn... Hoppala. Hoppala, fahr doch. Kurz geschlafen hier. Also da bin ich gespannt, ob wir tatsächlich noch an die 100% rankommen. Kartenaufdeckung. Weil es kommen natürlich immer wieder Kartenerweiterungen. Ne? Ich meine, wie gesagt, dann in Frankreich waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Wird es auch wieder ein umfangreiches Straßennetz geben mit neuen Straßen. ProMods wird laufend erweitert und verbessert. Auch da gibt es immer wieder neue Straßen, die wir noch nicht kennen und nicht befahren haben. Aber gut, wir arbeiten dran, dass wir zumindest nah an die 100% kommen. Wovon wir allerdings momentan auch sehr weit entfernt sind. Aber das kann ja nicht. Das macht ja nichts. Oh, da haben sie auch einen ganz kleinen Kran in die Ortschaft gebaut. Schon. Ja, auf der Geraden kann man es ja mal machen. Hat schon was. Ist auch ein schickes Trailer-Modell, muss ich sagen. Ist, entspringt nach wie vor dem Trailer-Pack von Bora. Hatte ich vor einigen Folgen schon mal was drüber erzählt. Ist aber, wie ich finde, nach wie vor das qualitativ hochwertigste Anhängerpack, das es derzeit nach wie vor für den Euro Truck Simulator gibt. Wie gesagt, leider nicht mehr öffentlich verfügbar. In der aktuellsten Version. Also die ganz aktuelle habe ich auch nicht. Ich habe die letzte, die er öffentlich im SCS-Forum gepostet hat. Die nutze ich nach wie vor hier. Und ich kann mich auch nicht beschweren. Ich glaube, bis auf einen Trailer funktioniert das Ding wunderbar. Ist auch in allen Versionen kompatibel. Und die haben einfach eine Qualität. Da muss man wirklich sagen, Hut ab. Sieht richtig gut aus. So, draußen wird hier schon wieder, ja, 19:32. Langsam verschwindet die Sonne hier wieder. Zwangsläufig irgendwann wieder, ne? Was will man machen? Aber das soll uns erstmal nicht stören, aber was mich stört ist, ich muss jetzt hier wieder rüber und hoffe, das Auto spielt mit. Es ist immer so eine Zitterpartie hier vor diesen Standardabfahrten, wo du einfach rechts auf der Fahrspur runtergeleitet wirst und eine Fahrspur nur geradeaus weitergeht. Das ist wieder so ein Zeichen dafür, dass das hier noch nicht überarbeitet ist. Ich hoffe, es wird irgendwann mal überarbeitet. Entweder von ProMods oder von SCS selber. Was ich auch mal gespannt finde oder finden würde, wenn dieses Upscaling, was zurzeit für den American Truck Simulator gemacht wird, also das Annähern der Distanzen im Spiel, also der Reduzierung dieses Faktors, dieses Minimierungsfaktors,
sodass man eben etwas weitere Strecken zurücklegt und nicht innerhalb, ja, weiß ich nicht, von 5 Minuten einmal von Hamburg bis nach München gefahren ist. Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht auch nochmal irgendwann für den Euro Truck Simulator kommt. Das würde mich wirklich mal interessieren und auch reizen, logischerweise, dass man eben ein wenig weitere Distanzen auch im, ja, mehr oder weniger im Nahverkehr hat, ne? Dass man eben nicht diese tausenden Kilometer fahren muss, um auch mal längere Touren zu fahren, sondern dass wir eben, ich weiß gar nicht genau, was für ein Faktor, ich glaube, es ist ein Faktor 1 zu 10 oder sowas momentan, was die Entfernung im Spiel zur Realität angeht. Das heißt, Deutschland ist also um das Zehnfache verkleinert und die Entfernung zwischen den Städten um das Zehnfache geringer als in der Realität. Und im American Truck Simulator will man es jetzt, glaube ich, auf einen Faktor von 1 zu 4 bringen, wenn ich mich ganz täusche. Das heißt, man hat eben deutlich längere Strecken, die man auch zurücklegen kann. Und gleichzeitig automatisch damit für Ersteller von Maps mehr Platz, um da eben ein bisschen kreativ zu werden und weitere Details in die Maps einzuarbeiten. Hat eben alles Vor- und Nachteile. Einerseits hat man wieder viel Platz, den es zu füllen gilt. Andererseits hat man wiederum viel Platz, den man mit weiteren Details ausfüllen kann. Ich finde es echt ganz gut. So, jetzt geht hier schon die Straßenbeleuchtung an, auch gut. Und da vorne ist wieder unser Grenzübergang. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier wieder ein bisschen langsamer fahren. Könnte ich mir vorstellen. 99, das geht aber. 90 haben wir nicht. Wir fahren ja hier ganz easy mit 80 lang. So, können wir den Tempomat wieder anmachen hier. Und entspannt weiterfahren. Genau, mal gucken, wie viel haben wir noch? 278 Kilometer. Das ist noch ein bisschen. Während hier die Sonne schon wieder untergeht. Das heißt, wir werden ja, so ziemlich um kurz nach Mitternacht ankommen. Also auch wieder im Dunkeln. Aber, liebe Leute, immerhin kein Regen. Das ist auch schon mal was. Man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Zum Beispiel wie hier so schön gestaltete Brücken. Sehr cool. Dann da hinten. Boah, sieht das geil aus. Hammer. Ich kann mich da gar nicht genug dran satt sehen. Hoppala. So. Wir müssen ja gerade ausweiten, ne? Ja, dann können wir hier noch ein bisschen auf dem Dach mitfahren. Ein bisschen mehr von der Umgebung genießen. Das ist doch wunderbar. So, ich hoffe, das Schild täuscht nicht und wir können hier auf der Spur einfach weiterfahren. Aber es sieht so aus. Ja. Das heißt, wir sind wieder im Promos-Gebiet und wir können hier ein bisschen entspannter über die Autobahn fahren, müssen nicht bei jeder Ausfahrt aufpassen, wo wir langfahren, sondern können uns hier mehr oder weniger noch verlassen, dass die Straßenführung auch Sinn macht. Dass wir eben nicht auf der rechten Spur einfach runtergeleitet werden, sondern dass wir da einen vernünftigen Ausfahrtstreifen haben und auf den Hauptfahrspuren hier einfach weiterfahren können. So, das würde jetzt knapp. Oh, rüber hier. Der Kollege ist hier nicht mit ganz so viel km/h unterwegs. Warum? Eigentlich weiß man nicht. Jetzt hat er uns hier ein bisschen Platz gelassen, ist auch gut. Von der Lichtstimmung ist das auch cool. Also ich bin nach wie vor echt begeistert, was aus dem eigentlich schon relativ alten Euro Truck Simulator 2
noch so rauszuholen ist oder wie der auch verbessert wurde. Ist ja inzwischen auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und ich habe hier zwar so einen Grafikmod drin, der das Ganze ein bisschen ansehnlicher macht, aber eigentlich auch eher so von den Vegetationsdetails. Das heißt, Gras und Bäume sind ein bisschen detaillierter und genauso wie die Straßentexturen. Aber so an und für sich, so von der Lichtstimmung und... Was ist hier los? Von der Lichtstimmung und von der allgemeinen Optik muss ich sagen, nach wie vor echt eine Freude. Das ist auch wieder so ein Phänomen von der KI, dass sie einfach irgendwo in die Eisen gehen, abbremsen und dann hier rumschleichen auf der Hauptfahrbahn oder Hauptfahrspur. Da musst du dich auch erstmal drauf einstellen. So. Aber wisst ihr was? Eigentlich haben wir die Folgenlänge schon erreicht, aber ich würde sagen, wir machen diese Tour hier noch zu Ende, bevor wir die Folge dann abschließen. Weil es gerade so einen Spaß macht. Wir sind gerade so schön dabei. Hier mein Donaukanal. Sieht auch richtig gut aus. Und so weit ist es ja auch nicht mehr hin. 168 Kilometer, das ist ja relativ überschaubar. Relativ überschaubar. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Stunden 39. Das können wir noch zu Ende fahren. Das, denke ich, tut keinem weh. Und wir haben einfach noch ein bisschen länger als was davon. Ist ja ganz schön gemütlich hier. So. Ja, und dann haben wir ja auch noch vor, was haben wir noch vor? Genau, wir wollen unsere Firma noch ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt, wir werden die Garage in Hamburg, haben wir glaube ich unsere Startgarage, die werden wir noch weiter ausbauen, um einen weiteren Parkplatz, sodass wir einen zweiten LKW kaufen können. Und dann werden wir mal gucken und mal eine Stellenausschreibung machen für einen Fahrer oder eine Fahrerin, je nachdem, wer sich da so bewirbt, und dann mal schauen, ob wir uns da vielleicht noch einen Kollegen anstellen können. Das war eben, ja, die Firma so ein bisschen vorantreiben. Wir wollen ja auch ein bisschen expandieren und wachsen, ne? Und dann schauen wir einfach mal. Mal gucken, ob wir dann vielleicht auf eine andere LKW-Marke setzen. Da könnt ihr auch mal sagen, habt ihr Bock, dass wir eventuell auch mal eine andere LKW-Marke mit dazu kaufen? Oder bleiben wir bei Mercedes? Ich bevorzuge ja Mercedes, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich die LKWs einfach klasse finde. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Bock auf andere LKW-Marken habt, dann sagt doch mal oder schreibt doch mal in die Kommentare. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht erweitern wir unseren Fuhrpark dann ja um einen Nicht-Mercedes-LKW. Mal schauen. Das heißt, da habt ihr wieder die Chance, mitzuwirken, euch einzubringen. Nachlader hier, was ist los? Na toll. Na toll. Das war jetzt falsch. Da hätten wir eigentlich rechts runter gemusst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da hätten wir eigentlich rechts runter gemusst. Können jetzt aber nicht mitten auf der Straße wenden. Ich hoffe, da vorne kommt gleich eine Ausfahrt. Dann müssen wir da nämlich einmal wenden. So, mal gucken. Also eigentlich soll hier was kommen. Aber ich sehe das auf der Karte noch nicht so wirklich.
Ach so, haha, okay, das ist keine Ausfahrt, die wir nutzen können. Das ist natürlich ärgerlich. Das hätte ich jetzt schön gefunden, wenn wir hier einfach runterfahren und dann da drüben wieder rauffahren können. Gut. Das heißt, weiter warten bis zur nächsten Ausfahrt. Ach, wie ärgerlich. Hatten wir ja schon mal, ne, dass wir eine Ausfahrt nicht bekommen haben und dann kilometerweit noch ausweichen mussten. Nur weil keine Ausfahrt gekommen ist. Das kostet erstens Sprit und zweitens Zeit. Und ist halt super ärgerlich. Na gut, schauen wir mal. Ist das da hinten die nächste Ausfahrt? Ja, das könnte vielleicht sogar klappen. Im Kreuz Weinsberg, dass wir hier entsprechend einmal wenden können und dann die gleiche Strecke wieder zurück. Ist jetzt halt so, ne? Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir da vernünftig durch das Kreuz durchkommen, weil... Okay, gut, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich mache mir das mal kurz groß hier, weil eigentlich dürfte das ja hinhauen, ne? So, hier runter. Dann einmal bremsen. Ja, genau, so hatte ich mir das auch vorgestellt. So, jetzt der Straße hier folgen. Das heißt, wir fahren einmal auf die kreuzende Autobahn. Warum liege ich jetzt hier? Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 10 Stunden. Weil ich gepennt habe und die Ausfahrt verpasst habe. Wie lange haben wir denn jetzt? Oh, 153 Kilometer. Das hat ja ordentlich gekostet jetzt. Naja, kann passieren. Sind ja unser eigener Chef, das heißt, wir müssen dann mit uns selbst schimpfen. So, und jetzt wieder hier rüber, ne? Jawohl. Ach ja, so. Ja, dann hat die Folge jetzt hier heute ein bisschen Überlänge, macht ja nichts. Ein bisschen mehr Überlänge, als ich eigentlich angepeilt hatte. Okay, der lässt uns hier drauf, das ist gut. Runter, haha, Wortspiel. Da rechts ist irgendwo unsere Abladestelle. Ich habe sie auf dem GPS schon gesehen. Hätten wir uns nicht verfahren. Die wir nicht nehmen konnten. Das heißt, hier müssen wir dran vorbei. Ist ja auch gesperrt hier durch diese ganz unauffälligen Pfeile. Hier geht es weiter und dann geht es da vorne rechts runter. Ne? 110 Kilometer noch. Hier jetzt rechts runter. Aus dieser Richtung ist es auch einfacher, ne? Sehr eindeutig und nicht so kompliziert. Ja, kompliziert war es ja nicht. Ich bin einfach nur eine Schlafmütze gewesen. Oh, hier liegt Grünzeug auf der Straße. Das so sein soll. So. Sollen
diese Uhrzeit hier nicht mehr so viel los. 87 Kilometer noch. Das Ende ist nah. Allzu weit haben wir es nicht mehr. Tank sieht noch gut aus, das heißt, hier müssen wir noch nicht ranfahren. Müssen wir wahrscheinlich dann bei der nächsten Tour mal auftanken. Oder vor der nächsten Tour müssen wir mal gucken. Je nachdem, was wir so an Möglichkeiten haben in Ulm. Vielleicht kommen wir ja hier auf dem, an dem Tankrasthof auch wieder vorbei. Müssen wir mal schauen. Bin ich mal gespannt, was uns gleich in Ulm so erwartet. Vielleicht können wir da noch die ein oder andere Sache mit aufdecken. Das werden wir sicherlich gleich sehen. Weil allzu viel Zeit haben wir es jetzt nicht mehr. Hier ist auch hier eine schöne Baustelle. Ja, normalerweise freut man sich ja nicht über Baustellen, aber hier passt es ins Bild und erweitert die Map halt hier um ein weiteres Detail. Ich finde es cool. Muss ich schon sagen. Hat halt irgendwie was. Das ist nicht nur so sterile Straßen, sondern auch mal ein bisschen was Abwechslungsreiches. So, offensichtlich. Nee, haha. Verguckt. Hier können wir gar nicht runter. Wären wir in die unsichtbare Wand gefahren. Was auch nicht so toll gewesen wäre. So, jetzt nochmal durch den Tunnel und dann werden wir wahrscheinlich da vorne irgendwo rechts runterfahren müssen. Und dann sind wir da. Das ist doch gut. Ein bisschen auf die Bremse, ansonsten werden wir ein bisschen zu schnell. Okay, so, jetzt erstmal wieder in akkurate Geschwindigkeit zurück. Hier runter und dann sind wir auch schon kurz vor Ulm. Gleich die erste wieder rechts. Ja, das ist das. Das läuft doch jetzt hier. Läuft, liebe Freunde. So. Da vorne ist es schon. Schon ist vor allem gut, ne? Nachdem wir uns hier eine halbe Stunde verfahren haben. Okay, auch hier abenteuerliche Straßenführung, aber passt alles. Okay, hier müssen wir wieder rechts runter. Und hier an den Pfeilen entlang. Ja. Krasser Effekt. Ich hoffe, da kommt noch eine Straßenerweiterung oder so. So. Jetzt hier kommt keiner. Sehr gut. Boah. Alter Schwede. Was ist das denn hier? So, komm. Das ist aber hier eine knappe Nummer, ne? Ich glaube, da sind wir hinten noch leicht hängen geblieben. Ich hoffe, das hat den Auflieger nicht beschädigt. Weil das würde uns halt in der Entlohnung wieder ein bisschen was kosten. War ein bisschen zu übermütig. Ein bisschen viel Tempo mit reingenommen in die Kurve. Ach, guck mal, liebe Leute, es fängt an zu regnen. Das ist doch... Das ist doch schön, ne? Regen hatten wir lange nicht mehr. Hier schön zum Ende der Tour noch mal ein bisschen. Es wäre ja sonst auch nicht unsere Tour, wenn wir hier keinen Regen mehr hätten. So, unser erster Aufenthalt in Ulm. Ich sehe schon, da können wir ein bisschen was aufdecken. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr diese Folge machen. So, alles frei, sehr gut. Wir fahren gleich wieder. Hier ist wieder so ein Kamikaze-Bus. Alter, ist der betrunken?
So, wir müssen hier nach rechts. Prima. Jetzt sind wir auch gleich da und können abstellen. Was haben wir nochmal geladen? Das müssen wir zu Ikea bringen. Das ist nicht irgendwas Gekühltes. Ja, vielleicht fürs Restaurant. Ne? Vielleicht fürs Restaurant. So. Wenn ich jetzt wüsste, wie rum wir fahren müssen. Wir probieren es einfach mal hier rum. Kommen wir hier hinter das... Ja, doch. Oder? Ja, da kommen wir lang. Zugehen, dass wir hier keine Autos mitnehmen. So passt das. Und da bitte auch nicht an die Wand. So. Ach, guck an. Okay. Müssen wir noch einmal gucken, wo wir... Was da? Okay. Also einmal umdrehen. Gut, soll uns ja nicht stören, ne? Dann machen wir das. So, einmal hier den Kopf aus dem Fenster stecken. Ach, die endlich in die falsche Richtung laufen. Eigentlich würde man jetzt noch den Warnblinker mit anmachen. Schätze ich mal. Wenn man hier so ein Bild aufnimmt. Betriebsgelände rummanövriert. Oh, es war wie eine 1 hier. Wie eine 1. So, abkoppeln. Und dann... Sag ich mal hier. Ausgezeichnet. Perfekt. 9000, 1000, ja. 12.222. Das ist doch mal... ein runder Abschluss, würde ich sagen. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich bei euch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.